Farmsimulationen sind in den letzten Jahren ein richtig großes Ding geworden. Das wissen wir nicht erst seit dem klassischen Farmsimulator, der jedes Jahr eine neue Auflage bekommt. Mittlerweile, ja, wir stehen hier, gibt es auch den Pure Farming 2018, der nächstes Jahr im März bereits erscheint. Und im Gegensatz zu den anderen Farmsimulatoren bzw. Bauernhofsimulationen macht er einen kleinen Twist, indem man hier rund um die Welt Farmen betreibt. Das heißt, man fängt auf einer großen Farm in den USA, in Montana an, baut sich dort seinen Bauernhof auf und kann dann um die Welt reisen und zum Beispiel in Japan, in Italien oder in Kolumbien auch noch Farmen betreiben. Dementsprechend werden immer andere Pflanzen dann angebaut. Das heißt, in Japan bauen wir zum Beispiel Reis an, in Italien gibt es Oliven, in Kolumbien Kaffee. Außerdem hat der Entwickler Techland noch verraten, dass direkt zum Release ein kostenloser DLC kommt, der Deutschland hinzufügt. Da kann man dann zum Beispiel Schafe halten und Wolle produzieren oder man kann auch Raps anbauen. Abgesehen davon verhält es sich ähnlich wie mit den Konkurrenzprodukten. Das heißt, wir haben jede Menge lizenzierte Originalfahrzeuge aus der Landwirtschaft. Wir können Viehwirtschaft betreiben, wir bauen eben alles Mögliche an und arbeiten sehr kleinteilig, sprich es wird gesät, es wird gedüngt, es wird gewässert, geerntet, verarbeitet, verkauft. Im Prinzip eben wie auf dem richtigen Bauernhof. Pure Farming 2018 kommt für PlayStation, Xbox und PC, kostet in der PC-Version ungefähr 30 Euro, ist schon vorbestellbar. Für Konsolen ist es ein paar Euro teurer, erscheint Anfang März 2018.